Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sammlungsupdate. Anlässlich meines 30. Geburtstags, was jetzt am Montag gewesen ist, habe ich natürlich so einige Sachen geschenkt bekommen. Ich habe jetzt die Geschenke da rausgepickt aus den mir geschenkten Sachen, die was mit den, die irgendwie zum Thema des Kanals, Comics und so weiter und Nerdstuff passen, um euch die jetzt gebündelt in einem Video zu präsentieren. Es gab ja schon länger kein Nerdstuff-Video mehr von mir. Auch von Sinus länger nicht mehr, was einfach daran liegt, ich habe in letzter Zeit echt wenig Blu-Rays und Nerdstuff-mäßige Sachen gekauft. Ich habe da zwar ein, zwei Sachen gekauft gehabt in den letzten Monaten, hatte sogar ein Video dazu aufgenommen, bloß irgendwie habe ich da keinen wirklichen Flow aufgenommen, weswegen ich das Video nie wirklich veröffentlicht habe. Da werde ich euch vielleicht mal irgendwann was nachreichen. Da waren auch die Funde bei meiner Mutter im Keller dabei gewesen, hier dieses Bettmobil, das bin ich mir gerade unsicher. Sag mal, ob ich schon mal ein Video veröffentlicht habe zu Kellerfunden, weil das habe ich irgendwie alles in einem Video, ich muss mal selber nach dem Video gucken, ob ich das Video veröffentlicht habe, aber ich meine Kopf zu haben, dass ich das Video nicht damals nicht veröffentlicht habe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt echt ein paar richtig tolle Sachen bekommen, die auch zum Thema des Kanals passen, wie gerade eben schon erwähnt, die habe ich jetzt halt rausgepickt bei euch. Wow, also das ist mal ein Opener. Lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch jetzt ein bisschen Nerdstuff. So, bei mir gelandet ist unter anderem Attack on Titan Staffel 1, Folge 1 bis 7. Da ist jetzt ja diese Box erschienen von Kase und so Mangas haben halt echt stolze Preise, beziehungsweise Animes haben halt echt stolze Preise in Deutschland. Das Ding ist rausgekommen, ich hatte mich schon im Vorfeld schon voll drauf gefreut gehabt. Renne in Saturn rein und sehe dann hier drauf diese dicke 45 Euro kleben und dachte mir, alles klar, da bist du wieder raus. Weil für 7 mal 25 Minuten 45 Euro zu verlangen, ist halt echt harter Tobak. Der Sinus weiß, dass ich ein kleiner Geier bin, was sowas angeht und hat es mir dann zum Geburtstag geschenkt, weil er wusste, dass ich mir das selber eh nicht kaufen werde und der hat halt im Vorfeld durch einen Arbeitskollege, der sich wohl jede Menge Animes reinzieht, gehört, dass das Ding der absolute Knaller sein soll. Ich meine, kann man sich auch schon denken, wenn man die Mangas gelesen hat, wie der Sinus und ich, wie halt durch die Bank weg total geil geschrieben sind, auch wenn die Zeichnungen echt nicht mein Ding sind. Erstmal bin ich nicht so der große Freund von den Animes, von Manga-Zeichnungen, fallen mir nicht ganz so gut und dazu kommt noch, dass der Zeichner von Attack on Titan einfach mal nicht zeichnen kann. Aber die Story war so gut, dass ich jetzt mittlerweile die ersten beiden neuen Bände gelesen habe und durch angeleitet durch die Staffel, die der Sinus mir hier geschenkt hat, habe ich mir auch noch direkt Band 10 und 11 besorgt und habe jetzt hier Band 10 auch schon fast durch und kann nur sagen, dass die ersten 10 Bände das Niveau komplett gehalten wird und es ist eine richtig geile Serie. Auch wenn man nichts mit Mangas anfangen kann, kann ich nur jedem sagen, guckt euch mal die Mangas an von Attack on Titan. Absolutes Brett, ich würde es so beschreiben, aus einer Mischung aus The Walking Dead und Game of Thrones. Irgendwo dazwischen siedelt sich Attack on Titan an. Jetzt ist halt diese Box hier erschienen und ich habe mir schon gedacht, da müssten ja ein paar Goodies drin sein, wenn das schon so krass teuer ist. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass in Deutschland so gut wie gar keine Animes kauft, wenn es überhaupt eine Käuferschaft für Animes in Deutschland gibt. Ich bezweifle es schon fast, weil wenn man mal so einen Saturn guckt bei uns, da hat zwar eine recht große, für die Leute, die ihn kennen, der Saturn am Handring, das ist mein Lieblings-Saturn in Köln, der hat eine riesige Auswahl an Animes, allerdings sieht man da nie jemanden stehen und deswegen sind sie wahrscheinlich auch schon schutzfeindemäßig teuer. Jetzt kriegt man hier, wie gesagt, die ersten 7 Blu-Rays geliefert, beziehungsweise nicht die ersten 7 Blu-Rays, die ersten 7 Folgen und ich finde die Aufmachung schon mal ganz schön von dieser Box, wo man dann auch, das hier ist ein Platzhalter, da kann man dann die nächsten Blu-Rays mit reinpacken, dass man die erste Staffel irgendwann vollständig hat und da drin ist dann eine weitere Papphülle, wo nochmal eine Papphülle drin ist und da ist so das erste Ärgernis, was ich hatte. Weil man sieht hier keine FSK 16, das war nur auf der Plastikverpackung drauf, man sieht hier keine drauf und auf der innersten Hülle, die diese ganze Box überhaupt hat, ist dann die FSK 16 drauf. Fand ich ein bisschen schade, allerdings war die Aufmachung so schön, dass ich dann darüber hinwegsehen konnte, weil man sieht, hier ist dann noch so ein Klappding, dann hat man den ersten Titan und die Blu-Ray. Richtig, richtig coole Hülle. Also das ist mit die schönste Hülle, die ich jemals in der Hand hatte von so einer Blu-Ray-Anime. Da würde mich mal an der Stelle interessieren von den Leuten von euch, die sich vielleicht schon ein paar Animes gekauft haben. Ist das immer so, dass bei diesen teuren Boxen die Aufmachung so schön ist, so ein bisschen als Rechtfertigung für den Preis? Sehr coole Sache. Ich habe mir mittlerweile die ersten 4 Folgen angeguckt. Bin total begeistert. Klar hat das Anime so eine Sache, womit ich mich ein bisschen schwer tue, was teilweise halt an der Darstellung liegt. Das ist zum Beispiel in der ersten Folge direkt die Szene, wo die Kämpfer zurück
aus dem äußersten Kreis in den inneren Kreis kommen, halt direkt rauskommt, oh krass, das sind noch die Hälfte der Leute, die rausgegangen sind, also die haben total versagt. Dann werden sie halt von einer Mutter eines verstorbenen Kämpfers angesprochen, ey, wo ist mein Sohn? Dann müssen sie halt gestehen, dass er tot ist. Und dann rastet halt der Kommandant so ein bisschen aus, sagt so, nein, ich habe es nicht geschafft. Und dem kommt so voll der Wind nach oben geschossen und von links und von rechts. Seine Haare sind am Flattern und dann sagt, nein, es tut mir so leid, ich habe versagt, das nächste Mal werde ich besser. Und das ist so diese übertriebene Darstellung, die mich immer so ein bisschen rausreißt aus der ernsten Geschichte. Die ersten 10 Minuten von der ersten Folge waren noch echt zäh. Ich weiß aber, dass es beim ersten Manga auch so war. Weil wenn man die ersten 10 Minuten erstmal aber geschafft hat, nimmt es halt richtig Fahrt auf und wird richtig gut. Es sind ein, zwei Füller-Episoden drin, muss man leider sagen. Die zweite Folge, da ist nämlich nicht wirklich viel passiert. In der dritten Folge ist dann wieder ein bisschen mehr passiert. Und ich habe so den Eindruck, dass das immer so ist, so alle 2 Folgen passiert was und die Folge dazwischen wird ein bisschen als Füller genommen, damit man nicht zu schnell die Mangas einholt und nicht irgendwann sein eigenes Ding machen muss, was es ja schon öfters gibt, wie ich durch euch in den Kommentaren erfahren habe, wie zum Beispiel bei Hellsing, wo es 2 Serien gibt. Einmal die erste, die zu Ende gezählt wurde, bevor die Mangas zu Ende erzählt wurden. Deswegen die Serie, wo nach Abfolge 2 so komplett ihr eigenes Ding gemacht wurde und später kam es nochmal neu raus, was sich komplett ans Original gehalten hat. Und deswegen geht man hier wahrscheinlich den Weg, so ein bisschen Füllerfolgen zu haben, damit man halt die Mangas nicht einholt und sich immer schön am Manga bedienen kann. Sehr cool gemacht, das, wie gesagt, mit diesen extremen Emotionen, das ist so eine Anime-Manga-Sache, mit der ich halt persönlich nie warm geworden bin, was allerdings die ganze Sache für mich nicht schmälert. Ich werde mir definitiv die nächsten holen, also die werden schätzungsweise noch 1, 2, 3 DVD Blu-rays reinpassen, damit die erste Staffel beendet sein. Sieht, ist sehr schön animiert, cool erzählt, dichter, so dicht wie nur geht am Original dran. Und ja, schönes Ding. Dann war in dieser Box natürlich noch ein paar Goodies drin, weil ich hab mich auch schon vorher gedacht, dass sie das nicht komplett leer lassen können. Und dabei war einmal ein Booklet, was ich so in der Form schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, wo dann halt auch nochmal auf alle Charaktere eingegangen wird und nochmal alle einzeln abgebildet wurden. Dann gibt es hier so einen Episoden-Guide, der dich durch die einzelnen Episoden begleitet. Und hinten dran gibt es dann nochmal so einen kurzen Manga-Strip, wo nochmal jede Folge in 4 Panels zusammengerissen wird. Sehr schön, leider viel zu selten heutzutage. Ich weiß noch, früher war das ja, wenn man sich irgendwie ein Xbox-Spiel oder damals, ich habe damals Dreamcast gespielt, wo das noch so ganz akut war. Da waren da so richtige Bücher bei, sage ich schon mal, wo man dann echt teilweise Tricks drin nachlesen konnte, Stories von einzelnen Kämpfern bei Kampfspielen und all sowas. Finde ich schade, dass das heutzutage nicht mehr ganz so ist. Dann war noch so ein Aufnäher bei, womit ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen kann. Ist allerdings ein schönes Gimmick und wird so wieder in der Box landen. Dann natürlich ein bisschen Werbeprospekte hier, wie man sowas drin ist. Dann noch ein ganzes Werbeheft, wo neue Animes und Mangas angekündigt werden. Habe ich eben schon mal so ein bisschen durchgeblättert und habe dann direkt mal so ein, zwei Veröffentlichungen entdeckt, die ich auf jeden Fall interessant finde. Das ist einmal der Real-Film von Attack on Titan. Ich habe mir das allerdings vorhin mal einen Trailer auf YouTube angeguckt und sieht echt scheiße aus, muss man leider sagen. Die Realverfilmung. Und dann habe ich gesehen, erscheint jetzt auch One Punch Man direkt irgendwie, was steht hier? 12 Episoden in 4 Volumes, also wahrscheinlich genauso aufgeteilt wie bei Attack on Titan, dass man sich 4 Blu-rays holen muss. Werde ich mir auch definitiv holen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und zu guter Letzt noch ein Lesezeichen mit einem Titan drauf und ein Poster mit der Szene, wo dann halt dieser riesige Titan in die Stadt einfällt. Cooles Ding, kann ich nur jedem empfehlen. Und bleibt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren, ob ihr diese Box auch geholt habt oder ob das euch zu teuer war, wie mir anfangs, und was ihr so davon haltet. So, dann auch bei mir gelandet: Game of Thrones. Mit einem echt coolen 3D-Cover. Ich glaube, der Effekt kommt jetzt nicht. Doch, doch, der müsste eigentlich rüberkommen, der Effekt. Sehr schöne Aufmachung. Innen drin dann die Blu-ray nochmal mit dem gleichen Bild ohne 3D-Effekt. Ich habe jetzt die ersten 2 Folgen geguckt davon, muss sagen, ich war echt krass raus gewesen. Also ich habe die letzte Staffel, also Staffel 5 irgendwie vor 1 Jahr gesehen. Und so ein Jahr Pause bei so einer Serie mit so viel Handlungssträngen ist halt echt schon hart, gerade wenn man hier auch keine Zusammenfassung am Anfang bekommt. Habe ich dann einen Arbeitskollege, der das erst vor kurzem, den hatte ich vor kurzem meine ersten 5 Staffeln ausgeliehen. Also der hatte alle Ereignisse noch frisch im Kopf, der hat mich dann nochmal auf den aktuellen Stand gebracht. Ich habe dann meine Frau wieder auf den aktuellen Stand gebracht und sind gerade wieder so ein bisschen verfallen der Serie. Total geile Serie. Die ersten 2 Folgen haben schon richtig Spaß gemacht. Und ich denke mal, das guckt, glaube ich, eh jeder. Ballert mir mal in die Kommentare rein, ob ihr noch Game of Thrones guckt. Und wenn ja, wo ihr es guckt. Ob ihr es tatsächlich auf Sky guckt.
ob ihr es auf einen der vielen Online-Dienste guckt. Ich weiß aber gar nicht, welcher es anbietet, weil ich habe Netflix und Amazon und die beiden bieten es schon mal nicht an. Aber vielleicht kennt ihr ja einen Online-Dienst, der es anbietet. Würde mich auch eure Meinung interessieren, wie ihr die aktuelle Staffel fandet. Gerade weil die fünfte Staffel bis auf die letzten beiden Folgen relativ schwach war. So, dann auch bei mir gelandet. Dieses T-Shirt, ich hatte schon in meinen letzten zwei Videos an, mit dem Cover von dem zweiten Paperback des Scott Snyder Ones, der vor New 52 spielt. Eins meiner absoluten Lieblingscover und deswegen auch extrem geiles T-Shirt. So, dann, ich hab's, ihr habt es vielleicht hinter mir schon gesehen, ist diese Funko Pop neu bei mir gelandet. Ist erstmal eine zweite Funko Pop neben dem BB-8, den ihr da seht. Ist im Design von dem Batman vs. Superman Film und hat hier so einen kleinen Ständer, dass es aussieht, wie als wenn er fliegen würde. Sehr coole Figur, eine der coolsten Funko Pops, die ich bis jetzt gesehen habe. Es gibt ja echt massig Funko Pops, muss ich immer wieder feststellen. Es gibt in Köln zwei, drei Läden, die tatsächlich sich nur auf Funko Pops beschränken und riesige Wände voll mit Funko Pops haben, wo man allein schon irgendwie 80 verschiedene Batmans kaufen könnte, wenn man wollte. Und ich bin dann meistens so ein bisschen überfordert, mir dann eine Funko Pop zu holen in einem Laden, der komplett voll mit Funko Pops ist. Seltsamerweise habe ich meinen ersten Funko Pop, die im BB-8, im Saturn gekauft, der nur drei Funko Pops da hatte. Das war nämlich einmal ein Sturmtruppler, dann ein Deadpool und der BB-8. Und da war die Auswahl dann so klein, dass ich die BB-8 doch wirklich wahrnehmen konnte und mir den dann zugelegt hatte. Und ich bin da so ein bisschen überfordert mit der Funko Pop-Auswahl. Ich hätte gerne mehr davon, weil ich die echt cool finde. Allerdings gibt es zu viele, dass ich mich einfach nicht entscheiden kann, welche ich mir kaufen kann. Deswegen kommt so ein Geschenk wie der in dem Fall immer ganz gut daher, weil da muss ich mir nicht selber was aussuchen. Kriegt einfach was dahingestellt, was mir dann in dem Fall sogar sehr gut gefällt. So, dann noch eine weitere Sache, über die ich mich sehr gefreut habe, ist meine erste Sache in dieser Art, und zwar das Konzeptbuch von Star Wars, wo es halt jede Menge Konzeptzeichnungen zu einzelnen Star Wars Filmen gibt, oder beziehungsweise zu jedem Star Wars Film, der bis dato erschienen ist, zu jeder Serie, sei es jetzt die Animationsserie aus den 90ern oder 80ern, ich weiß gar nicht, wann genau die erschienen ist, zu Clone Wars, zu Rebels und zu Episode 1 bis 6. Aber ich glaube, zu Episode 7 seht ihr keine Konzeptzeichnungen drin. Sehr schönes Buch, was im Hardcover daherkommt, kostet $40, also kommt halt ganz auf den Umrechnungskurs an, was man dafür bezahlt, weil da drauf stehen keine Europreise. Müsste man aber doch dennoch problemlos in allen möglichen Buchhandlungen bekommen. So sieht das Ganze unter dem Schutzumschlag aus. Und es ist halt ein wunderschönes Buch für Star Wars Fans, sage ich mal. Weil man bekommt hier, wie in dem Fall zum Beispiel zu Revenge of the Sith, alle möglichen Schlüsselszenen aus Star Wars geliefert oder Szenen, die aus Sphäre rübergebracht haben oder Planeten zum ersten Mal gezeigt hat, aus einer anderen Sichtweise geliefert. Das sind nämlich die Pinselzeichnungen größtenteils, die den Regisseur zur Verfügung gestellt wurden, bevor er dann die Szenen nachbilden musste. Zum Beispiel hier die Szene von dem Rennen aus Episode 1 und all sowas, was man sich halt bei den Konzeptzeichnungen zum Teil noch komplett anders vorgestellt hat. Es gibt hier zum Beispiel auch Szenen von Sturmtrupplern, die Laserschwerter tragen. War wohl im ersten Drehbuch der Fall, dass es da mehr Laserschwertträger gibt und dass die Sturmtruppler auch irgendwie mit Laserschwertern kämpfen, was dann später wohl komplett verworfen wurde. Und der Band weiß halt mit wunderschönen Bildern daherzukommen, die die Atmosphäre von Star Wars wunderschön einfangen und zeigen, wie die Filme hätten vielleicht ausgesehen, hätte man sich für die eine oder andere Darstellung anders entschieden. Also für Star Wars Fans würde ich schon fast sagen, ist das hier absolutes Pflichtprogramm. Und hat mir jetzt die Woche über, weil ich hatte das offen im Flur liegen auf meiner Kommode, immer wenn ich dran vorbeigegangen bin, habe ich so ein bisschen drin rumgeblättert und habe mir die Zeichnungen angeguckt. Und ja, sehr schönes Buch, ist mein erstes Konzeptbuch, was ich besitze, aber ich muss sagen, es wird nicht das letzte sein, was in meinem Besitz ist, weil es dann doch schon Spaß macht, sich die ganzen Zeichnungen anzugucken, gerade wenn sie so wunderschön gezeichnet sind wie hier. Und ich glaube, ich werde dann Zukunft mal nach Ausschau halten, ob ich noch so eins von Star Trek vielleicht bekomme und vielleicht sogar zu dem Marvel-Film, wenn es auch sowas gibt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, muss ich sagen. So, das war's an Merchandise, was jetzt durch meinen Geburtstag bei mir eingetrudelt ist. Und jetzt noch ein, zwei Sätze dazu, warum letzte Zeit so wenig Videos erscheinen. Und zwar, ich komme einfach nicht mehr zum Video aufnehmen. Irgendwie hatte ich jetzt so viel Trouble und das und jenes, auch durch meinen Geburtstag viele Sachen unternommen und also, dass ich einfach nicht mehr zum Video aufnehmen gekommen bin. Das gleiche gilt so in etwa für Sinus und Lars, weil Lars hat sehr viel um die Ohren, Sinus hat gerade geheiratet. Das heißt, dass das Programm jetzt bis Jahresanfang bei uns so ein bisschen sporadisch sein wird. Also es kommen jetzt wahrscheinlich auch die nächsten zwei Wochen nicht jeden Tag ein Video. Das wird sich echt noch so bis Neujahr dauern, bis wir wieder so ein schönes Polster an Videos angeeignet haben, dass wir wieder auf die tägliche Veröffentlichung zurückkehren können.
wie gesagt, bis Neujahr bleibt es halt so, dass alle 2 bis 3 Tage ein Video von uns kommt. Ich hoffe, ihr werdet uns das verzeihen. Wird ja wohl nicht weiter schlimm sein, weil es gibt ja so viele Videos von uns zu gucken, dass ihr das bestimmt verkraften werdet. Und ansonsten sei gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Lasst uns einen Daumen nach oben, ein Abo da, würden wir uns echt drüber freuen. Guckt auf Facebook, Instagram, Twitter vorbei und ballert mir mal euren Kommentare rein, wie euch die Sachen gefallen haben, die ich gerade vorgestellt habe. Ganz besonders eure Meinung wird mich zu Attack on Titan, das zeige ich natürlich genau das falsche Cover, zu Attack on Titan interessieren, wie euch die Serie gefällt und ob ihr da vielleicht sogar schon weiter seid wie ich, weil ich habe gesehen, davon ist jetzt auch schon die 2. Blu-ray rausgekommen. Die kostet dann nicht mehr 45 Euro, die kostet dann 36 Euro, weil halt diese riesige Packung nicht mehr dabei ist. Aber selbst 36 Euro sind 7 Folgen echt ein echt heftiger Preis. Wie gesagt, kommentieren, Daumen, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein. Ready.